Alles klar, geht schon mal gut los. Interessant gemacht ist es. Wir kommen wahrscheinlich nicht drum herum. 8-2, Raketen, Raserei. Willkommen zurück zu, ja, wahrscheinlich dem Endspurt in Donkey Kong Country Returns 3D. Ohne große Umschweife. Wir spielen Raketenraserei. Ich hab Luft im Bauch, hab was getrunken, sorry. Ja, und ansonsten muss ich sagen, bisher gefällt mir die Welt eigentlich sehr gut. Das Lava-Level hat ja Tradition bei so letzten Welten bei Donkey Kong. Die FFs, da tut es mir nicht gerade gut, dass hier so viel los ist, aber naja, gut. Ansonsten ist, glaube ich, hier nicht so viel. Nichts versteckt. Ja, was habe ich hier? Natürlich ist da was versteckt. Malerwesen. Und dann erwarten. Na, also. War jetzt nicht so gut versteckt. Auch wenn ich es gar nicht gesehen habe. Gut. Ja, nicht mein Lieblingslevel. Aber passt. Wir haben nun eins von. Ich habe vorhin nicht aufgepasst. Eins von fünf. Das ist schon mal im erträglichen Rahmen. Ups. Das war. Ja, genau. Es musste ja irgendwann mal dazu kommen. Also gut. Los geht's. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich diese Level nicht so mag, mein PC mag die anscheinend auch nicht. Alles klar, geht schon mal gut los. Warte mal. Hätte ja sein können, oder? So, zum Glück bleibt das Puzzle gespeichert. War schon mal halb so wild. So. Manchmal bin ich so geil und fall auch noch daneben. Also spring daneben. So. Ja, bleib mal schön. Oi, das, also noch knapper geht's nicht, oder? Ist noch ein bisschen knapper vielleicht? Ja, genau. Ach, das fängt ja gut an. Also wenn ich jetzt nochmal feile, dann mache ich einen Schnitt. Nicht, dass es mich wurmt, aber es ist auch nicht interessant, wenn ich alle 2 Meter runterfall. Und konzentrieren muss ich mich sowieso wie Teufel. Komm raus. Knapp die Sache hier. Ja, okay. Darf ich das nehmen? Dankeschön. Oh Gott, dank. Ach, leck mich doch. Voll verarscht. Das war mir so toll, weil ich dachte die ganze Zeit, hey, wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Ja. Aber bis jetzt ist es nicht schlimm. Ich habe ja schon 3 Puzzles. Schön lang oder was? Interessant gemacht ist es. Ja, das sah ich kommen.
Okay, langsam muss ich zu einem Ehegatten. Das war jetzt nicht knapp, sondern sauknapp. Krass, FPS, schön. Ja, es geht gerade in Zeitlupe. Naja, ich habe nicht alles gefunden, das habt ihr sicher gesehen. Also, wir sehen uns hier gleich wieder. So, ich habe das G auch noch geholt. Das habe ich gar nicht gezeigt, denn da musste man nach einem Drachen, da irgendwie nach dem dritten oder vierten, muss man sich einfach fallen lassen und natürlich wieder auffangen. Und ja, also, das wäre geschafft. Das Gute, das Witzige ist, der erste Teil des Levels war sau schwer und der zweite ein bisschen eklig, aber sonst, ich hätte erst einen kleinen Joint schlimmer erwartet. So, ich habe jetzt etwa eine Viertelstunde aufgenommen, davon werde ich viel rausschneiden. Und es geht weiter mit 8, 3, Schienenbarbecue. Es wird nicht besser, habe ich das Gefühl. Aber wie, ne, aber ich rieche das Ende und das finde ich auch gut, denn langsam habe ich genug vom Spiel und ich habe ganz andere Projekte noch im Petto. Aber ich will erst das hier fertig aufnehmen. Und das macht Spaß, das macht Spaß. So. Was ich merke, es gibt kaum mehr. Es gibt kaum mehr Versteck am Anfang. So. Hier fällt alles zusammen. Ist aber nicht schlimm. So, Bananen. So, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Eulen, wieso haben wir Eulen? Wieso falle ich da runter? Gut, zu meiner Verteidigung, wir haben noch nichts verpasst. Auch wenn es jetzt ein bisschen hektisch gehen würde, ich würde sowas nicht schlimm finden. So. Das sah man aber. Das war jetzt nicht schwierig. Oh, es windet. Nett. Also, im Spiel meine ich jetzt. So, privat mag ich nicht so, wenn es so windet. Erkältet man sich schnell und in diesen Zeiten ist Erkältung nicht gerade das Beste. Ob jetzt zu dieser Jahreszeit, es ist Winter bei mir, oder allgemein, wenn man froh ist, möglich kann, Erkältungssymptome bei sich zu finden. Ja, gut. By the way, ich hoffe natürlich, es nimmt auf bei mir, den Sound. Ansonsten werde ich mich dann ein bisschen ärgern. Okay, Lorenlevel. Jetzt bin ich gespannt. Danke, dass das schon mal nicht geklappt hat. Ich misstraue ihn nicht, wenn ich Bananenstangen verpasse. Ganz ehrlich. Das Bonuslevel haben wir ja gehabt, deshalb kann ich das einfach mal überspringen im wörtlichen Sinn. So. Und sofort springen, heißt die Devise. Gut. Dachte gerade letztens, wieso bekommt man eigentlich keine Lorenlevel mehr, wo man springen muss? Ja, ist ja gut. So schlimm war das jetzt nicht. Ja. Alter Schwede, meine Güte. Hektik hoch 10, aber gut. Das wäre jetzt schon Puzzle 3, ne? Okay, ich habe das Gefühl, die Level gehen langsam ein bisschen schnell. Aber da beschwere ich mich ja nicht. Und was mir auffällt, sehr wenig Didi in letzter Zeit. Sehr wenig Didi.
Abgepennt, abgepennt, abgepennt. Mein Fehler. Frage mich nur, ob es wie die Leben zählen. Ich will jetzt aber kurz was nachschauen. Aha! Okay, habe ja den bequemeren Weg gewählt anscheinend für mich. Gut. Okay. So, oben. Anscheinend muss ich ein bisschen nach rechts drücken, merke ich gerade. Halt den Schnabel. Na, no, geht ja. Wenn wir schon dabei sind, spielt auch keine Rolle hier. So. Ich drücke jetzt nach rechts. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Ich bin halt einfach auf rechts gedrückt. Ja. Ups, das war jetzt blöd. Ich muss irgendwie auf die Lore, muss ich das da schaffen. Ich mag das ja, wenn es so getimed ist, ne? Ja, ich kann dazu nicht viel sagen. So. Okay, irgendwie klappt das nicht. Die Karre wird mir langsam aufgeheizt sein. Das war dumm. Ja, mach noch hektischer. So, ich kann es einmal sagen, was mir an der Welt bisher, also an diesem Level, es ist ein absolutes Kack-Loren-Level. Und was mir hier überhaupt nicht gefällt, ist dauernd Try and Error. Ich habe jetzt sicher schon gefühlt 10, 15 Mal hier, nee, gecuttet. Es ist kein Durchgang, kein First Try, im Gegenteil. Man hat quasi alle gefühlte paar Metern verliert man, also, ja. Zum Glück habe ich wenigstens 3 Herzen, aber es ist in Anführungszeichen gut. Tätig, genau so was meine ich. Gut, es liegt am Lag, es liegt an der Steuerung. Aber nur, dass ihr es wisst. Genau so was meine ich. Es ist einfach Mist. Es ist absoluter Mist. Ich hasse sowas. Das Niveau steigt. Ich nehme an, ich weiß, dass sie geballt ist. Zum Glück bin ich jetzt runtergefallen. Mit Lag ist es unmöglich. Übrigens, vorhin war hinter mir ein Puzzleteil gespawnt, wollte ich nur sagen. Ach nö.
Das war, und das meine ich jetzt ganz ehrlich, das absolute Kacklevel. Also es war jetzt richtig so, also ich kann nicht, also wenn es schwierig ist, kann ich damit arbeiten. Aber nicht, wenn es so verdammt nochmal unfair ist, wenn du einfach 2 und 3 Euro hast. Wenn du wirklich denkst, ja, du hast gerade eine schwierige Mission gemeistert, eine schwierige Situation, und 2 Meter fährst du wieder runter wegen irgendwas, weniger Anlauf, ein Knopf gezogen, eine halbe Sekunde zu wenig gedrückt und und. Also, wenn das das letzte Loren-Level war, wenn man das Loren-Level nennen kann, bitte nie wieder. Fair, zuletzt, das letzte Welle. Letzte Welle, aber trotzdem scheiße. Gut. Aber wir haben es geschafft. So, also wir sehen uns auf der Map wieder. Ja, ich weiß. Spiel. Es war nicht schwierig, es war sau schwierig. So, eigentlich haben wir, glaube ich, das letzte Schienenlevel geschafft und ich sag's mal so, ich verbiete dem Spiel noch mit einem einzigen solchen Schienenlevel zu kommen. Denn das war kein Level, das war eine so beknackte Reaktionsaufgabe. Ich habe nichts gegen sowas, ich habe auch gern Quicktime-Events oder wirklich bockschweres, aber bitte fair. Und das war jenseits von fair. Ich beschwere mich nicht oft über Spiele, aber das Loren-Level. Ich meine, davor war das Fass-Level. Ich glaube, das schreibe ich in sehr, das ist ein Part jetzt, glaube ich noch. Und das geht ja auch noch weiter, aber das war kein Level. Das war eine beknackte Button-Smashing- und Reaktionsaufgabe, denn du bist kein paar Meter gekommen, ohne dass du wieder gefailt bist. Also, nee, ich rage jetzt nicht, ich bin nicht aufgeladen oder so, überhaupt nicht, ich bin ganz ruhig. Aber bitte, also Spiel, nein, kein Bitte, nein, kein Bitte, ich verbiete dem Spiel noch ein solches Level. Das Raketenlevel, das Fasslevel vorhin, das war auch bockschwer. Aber für mein Verständnis war es noch gut. Nee, es war am Anfang extrem knifflig, das war aber auch wegen dem Lag bei mir, beim PC. Aber das Loren-Level jetzt. Nee. Die Kletterabschnitte darin waren noch gut. Nee, da konntest du ein bisschen Tempo machen, da konntest du ein bisschen. Ja, ich komme, es war schon fast schon fast Scrolling-Level-mäßig. Aber die Loren-Abschnitte, das waren kein Level. Das war kein Spiel. Es war nur, du musstest sofort. Nee. Reaktion. Mag ich ja, aber nicht so. Nie wieder. Nein, dann verbiete ich Spiel. Verbiete ich dir Spiel. Mach nie wieder so ein Loren-Level. Wenn noch so etwas kommt, dann überspringe ich das. Dann sage ich, das Spiel ist jetzt für mich beendet. Tschüss, Tschüssikowski. Adieu. Aber wenn ich mich recht erinnere, ist es sowieso das letzte. Die letzte Welt. Also wir sind jetzt bei 8-3. Und es geht so 8-4, Rauchgipfel. Ich glaube, das ist sogar das, was wir das Secret Level in Anführungszeichen. Man kann ja den. Was ich gerade sehe, ist. Es hat was. Hat das was so bedeutet, dass die DK-Fan hier alle spiegelverkehrt sind? Also gut, von hinten, ja, aber. Bei Mario Kart sind ja die Spiegelstrecken ein bisschen die schwierigen Strecken. Und auch bei anderen Levels. Ich rutsche hier irgendwie vom Mikro weg, sorry. Also, Rauchgipfel. Ich bin gespannt. Ich habe bis jetzt noch wenig Titel gehabt. Ich musste noch nie Squawks einsetzen. Das heißt aber nicht, dass ich gut bin, sondern auch, dass ich. Also das Spiel ist langsam anfängt, andere Prioritäten zu setzen. Rauch und Schatten hier. Okay. Oh, Didi! Schon beschwere ich mich. Kommt Didi. Okay. Und oben sehe ich ein Rambi-Symbol. Jetzt bin ich gespannt. Ich kann ja nicht sagen.
Also ich kapiere, was hier gerade los ist. Ich beschwere mich nicht. Ich kapiere nur nicht, was... Ach so. Also sind alles jetzt solche... Also Blöcke kann man dem ja nicht sagen. Oh, das reicht mir, danke. Dann will ich das jetzt mal... Hatten wir das eigentlich schon mal? Ein Rambi? Rambi in einem Schattenlevel? Okay, das aktiviert hier Dinge. Was per se nicht schlecht ist. Ja. Aha. Darf ja auch mal sein, gut. Nee, bis jetzt gefällt's mir. Die letzteren... Was war das letzte? Das Fabriklevel. Das war sehr angenehm. Bock schwer, ein bisschen unfair, gebe ich zu. Aber sehr schön. Das kann ich den ganzen Tag. Okay. Ich rieche, dass das hier bald noch Zeit eine Rolle spielen wird. Ja, ich seh's. War aber nix. Ja gut, dann würde ich sagen... Oh, oho. Moment jetzt mal. Ach, also das spawnt ja sogar noch. Ja! Ja gut, wie macht das? Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ach. Warte jetzt mal, das schaffe ich doch, oder? Abspringen, genau. Mit Gigi. Hey, Reo! Ah! Was soll denn das? Nee, komm, das hat keinen Sinn so. Das habe ich total verbockt. Da muss ich jetzt mal was trinken. Im ganzen Regen vorhin. Orangensaft. Sehr gesund. Steckt. Alles, was das soll. Nein, ich sage jetzt nicht, trink nur Orangensaft. Nein, nein. Also, ich will jetzt nicht politisch werden, aber ich bin doppelt geimpft, geboostert. Alles, was dazu gehört. Rambi wollten wir, genau. Wir haben bis jetzt nur ein Puzzle. Also, Anführungszeichen nur, weil... Ja. Hey! Das war jetzt aber ganz fies vom Spiel. Okay. So was finde ich aber... Ja, das ist doch egal. Das tut mir doch nicht weh. Nein, hör auf, du. Nein. Das war fies, aber so neckisch fies, finde ich. Also gut, das hat sich ja angekündigt, oder? Okay. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen hier, der Raucheffekt hat was sehr, sehr Angenehmes. Erinnert mich sogar an... Oh, ich dachte, das spawnt. König der Löwen. Super Nintendo. Ähnliche Atmosphäre. So, würde ich das bitte spawnen? Danke. Okay. Muss ich hier noch aufpassen. Rambi, du bleibst, oder? Also mit dem Springen habe ich nämlich immer noch nicht ganz intus. Ich dachte immer, wenn ich denke, ja, ich hab's. Hab ich's doch nicht. Und hier ist alles so verdächtig porös. Ja, Spiel! Also meine PC. Meistens meine ich damit PC. Okay, ich trau der Sache nicht. Aber ich kann wahrscheinlich auch sowieso nichts machen. Ich das hier nicht, ey. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, komm, aktivier. Ich muss mir ein bisschen... Ja, meine Festplatte ist rappelvoll. Ich wollte eigentlich mal... Oh, ich bin nicht von voll, Depp. Okay, gehe ich, dass ich gehe schießen? Danke.
Kein Lidl mehr. Dafür Rambi. Und die geht mit mir. Kein Lidl mehr, das nervt mich jetzt. Aber gut. Weiß ja nie, wann sich hier noch was versteckt. Ja! Oh! Okay. Aber ich werde hier sicher nicht mehr eine Stunde aufnehmen. Das geht ja ratzfatz hier. Gut, ich hab's schon verstanden, was das geht. Ich hab's verstanden, Spiel. Ich passe aber auch auf, ob ich nicht irgendwo... Sag schnell! Ja, das ist ja schon fast human hier. 3 von 5. So darf's gehen. Ich hoffe, ich verpasse nichts. Ich kann im Moment auch gar nichts verpassen. Man kann immer was verpassen, aber... Ich höre Titi. Wir haben schon 4 von 5 Puzzle. Aber er ist ein K? Was? Ja, hör auf. Wo sind denn die ganzen Buchstaben? Muss ich mich sorgen? Nein, mir geht's gut. Ich bin noch total verwirrt. Ich hab das K? Was? Wieso? Da hat er beide einig, du. Naja. Soll ja vorkommen. Also, ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht... Oh. Malte ich nicht mal einen Didi? Didi ist wo... Oh, da ist er, Didi. Mann, du Eule, geh weg! Ja. Danke, Didi, da! Ach, Instant-Kill haben wir auch noch? Ja, da, na, Heureka! Sapperlot noch einmal. Ja, ruhig. Ah, was habt ihr mit der Hitbox? Geht das wieder los? No. Okay. Aber wieso haben wir keine Buchstaben mehr? Ach, was? Das O? Das ist das N? Ach, hör doch auf. Da ist das N. Alles klar. Nein, das Spiel ist überhaupt nicht unfair mittlerweile. Oh. Okay. Ich spiele ja mit. Ich glaube, ich schaue beim Falschen. So, jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Hehe. Ich mag es immer noch, wenn er so macht. So. Jetzt muss ich mich dann beeilen. Aha. Na gut, bringe tut's mir nichts. Ich habe das O gar nicht. Ach, was soll das jetzt? Habe ich schon mal, dass ich mich beeilen muss, weil ich Festplattenknappheit habe? Schnauze. Okay, ich beeile mich jetzt. Reinschneiden kann ich es ja immer noch. Okay, jetzt werden sie. Also. Okay, ja, es wird jetzt eklig. Ja, es ist jetzt eklig. Oh. Ich vergesse immer Didi. Didi darf man nicht vergessen. Das ist eine Sünde. Ich hab keine Geduld! Merke ich gerade. Weil das blöde Festplatte Knappheit ist mir jetzt. Ja. Ich will mich beeilen und mach's nur schlimmer.
Okay. So ist das wenigstens noch erträglich. Okay. Nur leichte Panik. Kein Puzzle. Oh, das sieht gut aus. Auch wenn es schwierig ist, es darf ja trotzdem gut aussehen. Ah, das war jetzt nicht mal versteckt. Aber das letzte Puzzle fehlt mir trotzdem. Naja, ich gebe mir Mühe. Aber ich glaube, jetzt ziehen wir es durch. Kein großer Cut mehr. Ach, ich bin ungeduldig. Also eigentlich eine schöne Atmosphäre. Und auch wenn das eklig ist, es ist immer noch besser als der Lorenlevel. Was für mich kein Level war, das war nur eine Folter. Ah! Gib dir doch mal ein bisschen Mühe! Man bekommt alles geschenkt und trotzdem verliere ich an den dünnsten Sachen, ey. Ah, ich dachte, ich schaff's. Das sind genau solche Sachen, die ich meine. Gut, ab jetzt muss ich mich echt konzentrieren, sonst das wird zu langweilig für euch. Okay. Jetzt mühsam. Ja, das war jetzt unnötig. Das Spiel lässt einem ja Zeit. Muss man ja gestehen. Ist dies also unfair wäre? Im Gegenteil. Ich bin nur zu blöd. Trotzdem würde ich gerne noch ein Puzzle bekommen. Oh, ach so ist das. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Dass es bei Berührung alles einfällt. Alles klar. Ja. Manchmal geht's nicht. Die Idee finde ich aber gut. Ne, es passt thematisch. Thematisch passt ja alles zusammen. Das heißt, das ist in Ordnung. Und auch der Schwierigkeitsgrad wäre gut, wenn ich nicht so blöd wäre. Okay. Das mache ich ohne Rambi. Heureo! 4 von 5, 5 von 5. Und ich suche noch das N. Nein, das O. Was könnte ja das denn sein? Ich werde suchen und schneide es auch rein. Und ich glaube, der Party ist voll. Meine Nerven sind leer. Oder wie man sagt. Also, bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das O vorhin mal gesammelt habe. Was hätte ich ja sehen sollen? Gut, das habt ihr jetzt gesehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.